friend Joe Bottom. And he's chewing gum. Not from the States, they come from Venezuela. More coming up over there. Okay. Let the black come in. I think they can all of Was machte das Studio 54 so angesagt? Was machte den Club international bekannt? Menschen aus der ganzen Welt flogen hierher, nur um dort zu feiern. Und warum? Keine Ahnung. Es geht darum, dort einen Moment einzufangen. Wer durch diese berüchtigten Türen gegangen ist, war in einer anderen Welt. Jeder, der reingelassen wurde, war total frei. Steve und ich hatten keine Ahnung davon, was das alles zu bedeuten hatte. Und dass es nur 33 Monate dauern würde. Alle waren einfach begeistert. Du konntest neben Elizabeth Taylor stehen oder neben irgendjemand anderem. Und du fühltest dich einfach wunderbar. Ich liebe das Nachtleben und ich liebe es zu sehen, dass Leute Spaß haben. Nichts macht mich glücklicher. Jeder, der dort war, war ein Star. Danke, es freut mich, das zu hören. Es wurde viel Schlechtes nach außen getragen. Für Ian und mich ist es gut zu wissen, dass manche Leute so darüber denken. Die Besitzer des Studio 54, Ian Schrager und Steve Rubell. Heute Morgen gab es eine Razzia in der Nobel-Disco. 2 Dutzend Polizisten. Bis zu 10 Jahre Haft. Wie reagierten Sie auf die Verhaftung Ihres Partners? Ich lege einfach los? Ja, fangen Sie an. Wissen Sie, ich habe mich gefragt, wieso es nach fast 40 Jahren okay für mich ist, endlich über das Studio 54 zu reden. Denn bis heute hatte ich mich noch nie dazu geäußert. Jetzt bin ich an einem Punkt meines Lebens, an dem es nicht mehr so schmerzt wie früher einmal. Es gibt nur 2 Menschen, die diese Geschichte erzählen können, und das sind Steve und ich. Deshalb bin ich froh, es jetzt so erzählen zu können, wie es sich wirklich abgespielt hat. Du hast das Buch seit ein paar Wochen nicht mehr gesehen, also sollten wir alles noch mal genau durchgehen. Und ich werde dir einige Fragen dazu stellen. Ich war noch nie mit so vielen Promis im selben Raum. Ich war wie betäubt. Brauchen wir da ein Bild? Das da. Meine Freundschaft zu Steve war immer sehr eng. Eigentlich schon, als wir uns kennengelernt hatten. Wir gingen zusammen aufs College. Wir kamen beide aus Brooklyn. Untere Mittelklasse, aus Arbeiterfamilien. Jeder wollte sozial aufsteigen, war ehrgeizig und alle wollten, dass es ihre Kinder besser haben sollten, als sie selbst es hatten. Brooklyn weckte meinen Ehrgeiz. Mein Vater war Tennistrainer und ich spielte auch auf diesen Anwesen und sah, wie die Leute dort lebten. Das war eine ganz andere Welt.
Der Unterschied zwischen dem, was du hattest und was sie hatten, war einem sehr schnell klar. Tennis erweiterte den Horizont und zeigte dir, dass es noch andere Perspektiven gab. Wir beschlossen also, alles zu versuchen, um auch zu solchem Erfolg zu gelangen. Ian war ein sehr fleißiger Student. Er wollte Anwalt werden. Stevie dagegen war sehr gesellig. Wenn du dich mit einem bestimmten Mädchen treffen wolltest oder dir nicht sicher warst, welche Fächer du wählen solltest, dann bist du zu Steve Rubel gegangen. Er kannte jeden an der Syracuse University. Steve war beliebt, aber er hielt sein Privatleben unter Verschluss. Er sprach nie offen über seine Homosexualität. Das war zwischen uns kein Thema. Es war auch nicht wichtig. Steve war extrovertiert und ich bin introvertiert. Aber in unserem Innersten, was unsere Werte anging, waren wir uns sehr ähnlich. Nach der Uni arbeitete ich als Anwalt und Steve eröffnete Steak-Restaurants. Steve hatte die Absicht, in kürzester Zeit so viele Restaurants wie möglich zu eröffnen. Er hatte schnell expandiert und es lief nicht gut. Er engagierte mich als Anwalt, um die Gläubiger fernzuhalten. So wurden Steve und ich Partner. Ich wollte ins Nachtclub-Geschäft einsteigen, weil ich spürte, dass es eine große Zukunft hatte. Dieser Ehrgeiz und Tatendrang schweißte uns noch mehr zusammen. Steve hatte immer das Gefühl, etwas beweisen zu müssen. Genau wie ich. Von Anfang an wussten die beiden intuitiv, dass sie zusammen etwas Großes auf die Beine stellen können. Der Vietnamkrieg und Watergate lagen hinter uns. Und plötzlich waren es alle leid, sich Sorgen zu machen. Sie wollten Spaß haben. Sie hatten es satt, ernst zu sein. Also gingen sie aus, um wild zu feiern. Wir besuchten alle Clubs in Manhattan, um herauszufinden, wie unser Club sein sollte. Schwulenclubs waren die ersten, die Disco-Musik spielten. Aber das war Black Music, die aus den schwarzen Clubs stammte. Models und hübsche Frauen gingen zusammen mit den schwulen Designern, Friseuren und Visagisten in die schwulen Clubs. Dann kamen heterosexuelle Männer auch in diese Clubs, um sich mit den Models zu treffen. Und damit vermischte sich alles. Als New Yorker sage ich, das war revolutionär. Zum ersten Mal hatte man das Gefühl, dass es keine Vorurteile gab. Jeder tolerierte die Kultur des anderen. Die schwulen Clubs waren damals nicht öffentlich, sie waren versteckt. Es war ähnlich wie in den Speakeasies der 1920er Jahre, nehme ich an. Sie waren subversiv und unglaublich energiegeladen. Wir wollten den freizügigen, intensiven, schweißtreibenden Spaß am Tanzen von dort noch steigern. Wir wollten den ultimativen Club erschaffen. Er sollte jeden umhauen, das Universum erschüttern und die Welt verändern. Wir kamen in dieses alte Theater- und Opernhaus, schauten uns um und unterschrieben den Mietvertrag. Man hielt uns für verrückt, weil in der 8th Avenue und in der 54th Street nichts los war. Damals noch nicht.
Der Bürgermeister wollte hier aufräumen. Darauf warten wir immer noch. Ich wohne schon lange hier. Früher war es schön. Jetzt stinkt es. Die 54. und die 8. waren noch nicht disneyfiziert. Es war eine heruntergekommene Gegend. Die Westside und der Theaterdistrikt waren die schäbigsten Viertel der Stadt. Wenn man ausgeraubt werden wollte, war man dort richtig. Es war eine unfassbare Idee, eine Diskothek in der West 54th Street zu eröffnen. Es wurde in den 20er Jahren als Opernhaus gebaut. Danach war es ein Fernsehstudio der CBS, in dem bekannte Shows gedreht wurden. Es ist Zeit für das berühmte Ratespiel. What's my line? What's my line? Captain Känguru. Die 64.000-Dollar-Frage. Das waren großartige Fernsehsendungen. Später wurden sie in L.A. produziert und das Gebäude stand lange Zeit leer. Heute würde das Studio 54 sein 40. Jubiläum feiern. Mir kommt es wie gestern vor. Jetzt gibt es in diesem Theater wieder denselben abfallenden Innenraum wie vor 40 Jahren. Aber auf einer Schräge kann man nicht tanzen. Also mussten wir den Boden begradigen. Wir hatten nicht genug Zeit, die Baugenehmigung abzuwarten und mussten sofort mit den Umbauarbeiten beginnen. Wir legten also einfach los. Einer stand auf einer ewig langen Leiter, strich mit einem Teleskoppinsel die Decke und unten stand jemand, der diese Leiter weiterschob. Ja, ich habe bis zur Eröffnung 30 Stunden durchgearbeitet. Ja, dank grenzenloser Energie gelang es, diesen Ort in 6 Wochen fertigzustellen. Wir wollten den besten Nachtclubs der Welt Konkurrenz machen. Zuerst sprachen wir mit den üblichen Verdächtigen. Sie sagten uns ab, weil unsere Konkurrenten es ihnen verboten hatten. Deshalb wendeten wir uns mit unserem Problem an Jules Fischer und Paul Marantz, den Lichtdesignern, die bereits Tony Awards gewonnen hatten. Die Theaterausrüstung gab es noch. Wir nutzten sie so weit wie möglich, was eine gute Idee war. Die meisten der Helfer kamen vom Theater, denn es musste genauso schnell gehen wie bei einer Theaterproduktion. Wir nagelten und hämmerten, wir verlegten Kabel, wir machten einfach alles. Es gab keine Gewerkschaft, nichts. Ich erinnere mich, dass ich Angst hatte, nicht genug Leute zu kriegen. Wir zahlten $65 die Nacht. Das war viel Geld und ich hatte Bedenken um die Gewinnspanne. Ich wollte nicht extra jemanden für die Beleuchtung einstellen. Kein Nachtclub hatte damals einen Beleuchter. Der DJ machte beides, Licht und die Musik. Wir hatten einen DJ, einen Beleuchter und 2 Leute am Projektor. Also 4 Leute. Es gibt hier immer noch einige Überreste von CBS. Die CBS hat viel zurückgelassen, was jahrelang ungenutzt herumlag. Wir haben versucht, den Theatercharakter zu erhalten. Die Scheinwerfer sind absichtlich im Originalzustand zu sehen, denn sie sollen nicht nur hübsch sein, sondern wurden für ein Theater designt. Wir achteten bei der Gestaltung des Dancefloors auf jedes Detail, wie auch bei der restlichen Innenausstattung. Wir hatten eine Vision, die wir instinktiv umsetzten. Den Club zu gestalten war Ians Aufgabe. Steve hatte damit nichts zu tun. Aber sie kümmerten sich gemeinsam darum, die richtigen Leute in den Club zu holen. Ian und Steve teilten sich ein Büro. Steve lag immer auf der Couch. Sie schlossen Verträge, riefen Leute an, schickten Limousinen und luden Stars ein.
Wir schickten Tausende von Einladungen raus. Das trug alles dazu bei, bereits im Voraus einen Hype zu kreieren. Durch den ganzen Vorbereitungsstress war es uns nicht möglich, uns rechtzeitig um eine Schanklizenz zu bemühen. Wir hatten es einfach vergessen. Es wuchs uns alles über den Kopf. Und so hatten wir die Idee, eine Reihe von eintägigen Catering-Lizenzen zu beantragen. Deshalb nannten wir uns Broadway Catering Corp. Das ist der erste Artikel über das Studio 54. Er ist von Anna Wintour. Dann sahen wir das, sagte Stephen Rebell, der uns durch ein vergessenes Theater führte, das in diesem Moment zu New Yorks neuester Diskothek wird. Wie viel hat es gekostet? 400.000. Ich erinnere mich genau daran. Nein, es war mehr. Wir hatten... Nein. Wir hatten Schulden. Wie viel? Wahrscheinlich nochmal 350 bis 400.000. Insgesamt waren es beinahe 700.000. Bist du dir sicher? Ich dachte immer 400.000. Wem schuldeten Sie Geld? Dem Bauunternehmer. Und das machte mich wirklich nervös, weil ich dafür gebürgt hatte. Nicht ihr habt gebürgt. Wir hatten ja nichts. Jack, warum haben Sie das gemacht? Steve und Ian besaßen den Club Enchanted Garden. Dort habe ich die beiden kennengelernt. Wir richteten eine Bar Mitzwa für ihn aus. Ich glaube, das war das erste Mal, dass jemand eine Bar Mitzwa in einer Diskothek organisierte. Enchanted Garden war unser erster gemeinsamer Nachtclub. Es war ein Club für die Jugend von Queens. Am ersten Abend ging Steve an die Bar, um mit den Leuten rumzuhängen. Und ich ging hoch zum DJ und kümmerte mich ums Licht. Es ist noch nicht vorbei. Die fabelhafte Fiorucci Band spielt noch ein paar Hits für euch. Ich hoffe, ihr mögt die Musik und amüsiert euch. Im Enchanted Garden fingen wir an, extravagante Partys zu veranstalten. Dort erlernten wir das Geschäft und machten unsere ersten Erfahrungen in Queens. Aber wir wollten immer einen Club in Manhattan, in der höheren Liga. Von heute an wird der Disco-Besucher zum Performer. Die ganze Nacht hindurch gibt es Sonnenuntergänge, Sonnenaufgänge, Nebelmaschinen, Schneemaschinen, Windmaschinen. Gegen 1.30 Uhr gibt es ein Tornado, um die Leute zu... Jede Nacht um 1.30 Uhr? Ja, heute um 1.30 Uhr gibt es einen. Und wo findet man Schutz? Man versteckt sich oben auf der Empore. Dorthin kann man auch flüchten, wenn man nicht zum Performer werden will. Zu einem Bash wird sogar geraten. Egal, ob man dem Spektakel von hier oben zusehen will oder nicht, man bekommt eines dieser Ferngläser. Christy Fair für Channel 11 Action News, live von der Empore des Studio 54. Wir hatten mit diesem Club alles auf eine Karte gesetzt. Wenn es schief gehen sollte, würde es eine riesige Pleite werden. Und würde es gut gehen, wäre es ein Riesenerfolg. Der Andrang in der Eröffnungsnacht war riesig. Es war fast unmöglich, bis zur Tür zu kommen. Wir hatten keine Samtkordeln gespannt. Wir hatten nicht genug Sicherheitsleute. Wir mussten die Tür schützen. Wir hatten Angst, dass sie die Tür stürmen würden. Bitte treten Sie alle zurück! Zuerst wurde ich als Security-Mann angeheuert, aber gleich am ersten Abend stellte mich Steve an die Tür. So war ich vom ersten Tag an hier der Türsteher. Mark Beneke wurde nur deshalb Türsteher, weil er von allen Security-Leuten am besten aussah. Ich hatte vorher noch nie in einem Nachtclub gearbeitet. Deshalb musste ich irgendwie improvisieren. Das war eine verrückte Zeit. Nachdem ich der Türsteher reingelassen hatte, kam eine Art Laufsteg mit Teppich und verspiegelten Wänden. Die Garderobe befand sich rechts davon. Als ich die Musik hörte, warf ich meinen Mantel irgendwo hin.
Die Garderobe war außer Kontrolle. Ich gab den Gästen Tickets. Erst hängten wir Mäntel auf, dann warfen wir sie auf den Boden. Hunderte Sachen gingen verloren. Es war ein totales Durcheinander. Boom, boom, boom. So hallte die Musik durch den Flur. Alle stürzten sich wie wild auf die Tanzfläche. Die Musik traf einen wie eine Druckwelle. Der Drogenkonsum war gewaltig und es gab nur Aufputschmittel, keine Beruhigungsmittel. Die Stimmung war sorglos, aufgeheizt und sexy. Da passierte etwas bereits auf der Eröffnungsparty. Die Botschaft war eindeutig. Der Club ist die Location. Sie luden Personen ein, in deren Nähe alle anderen sein wollten. Ich stand unter Schock. Steve war erst 33 und ich 29. Und wir hatten diesen Riesenerfolg. Wir waren auf der Titelseite der New York Post. Kein anderer Club hatte das je geschafft. Es war wie ein Traum für uns. Danach ging es nur noch darum, das Monster zu füttern. Du bist unrasiert. So kommst du nicht rein. Es hat keinen Sinn. Geh nach Hause. Dieser Hut. Komm nie mit einem Hut her. Mark, sieh dir mal die Seite an. Nimm das Licht ein wenig. Ich sehe nichts. Diese Szenen spielen sich vor der New Yorker Disco Studio 54 ab. Der Club ist bei Disco-Besuchern angesagt. All diese Leute stehen noch draußen. Natürlich kommen Prominente wie Liza Minnelli problemlos an den Türstehern vorbei. Anfangs sollten die Seile die Prostituierten von der 8th Avenue und der 54th Street abhalten. Später wurden sie Teil des Spiels. Lassen Sie nur Prominente rein? Nein, nein, wir lassen jeden rein. Nach welchen Kriterien wählen Sie aus? Sie sollen Spaß haben und sollen sich amüsieren. Wir wollen keinen Streit, sondern Entspannung. Was haben Sie lieber, Pärchen oder Singles? Pärchen und Homosexuelle. Beim Ausgehen ging es damals nur ums Ego. Es war ein Lifestyle. Wenn man jemanden nicht im Studio 54 sah, hieß es, dass sie nicht reinkamen. Was bedeutete das? Every night, jeden Abend gab es für die Türsteher eine Gästeliste. Darauf standen Namen. Und daneben stand entweder Hey, Come oder NFU. NFU stand für No Fuck Up. Keine Scheiße bauen. Mark musste sie reinlassen. GN war ein Code für NG, also nicht gut. Die sollte ich nicht reinlassen. Manche Stars werden besonders behandelt, wie die Stones. Die kommen umsonst rein? Einige, nicht alle. Mick Jagger, Keith Richards kamen natürlich umsonst rein. Der Rest der Stones musste zahlen. An Freitagen und Samstagen kam das sogenannte Brücken- und Tunnelvolk in die Stadt. Sie kamen nicht ins Studio 54 rein. Sie durften wahrscheinlich ins New York, New York, ins Infinity, ins Ice Palace, ins Horace oder anderen Clubs wie diese. Aber sie kamen nicht ins Studio 54. Steve prägte den Begriff Brücken und Tunnel. Es war seine Art zu sagen, dass wir keine Leute in Polyesterhemden und Goldkettchen haben wollten. Oh, James.
Polyester schmilzt unter den Scheinwerfern. Das haben wir oft gehört. Er trennte Paare. Zu der Frau sagte er, du kommst rein, aber dein Freund soll sich ein Baumwollhemd anziehen. Würden Sie sich in dem Hemd reinlassen? Das Hemd ist doch gut. Ja, mit Hawaii-Hemden kommt man rein. Aber ehrlich, ich weiß nicht, ob ich mich so reingelassen hätte. Ich bezweifle es. Auf der anderen Seite ist Geld wirklich kein Kriterium. Wurde Ihnen schon Sex angeboten? Oh ja. Nehmen Sie an? Kommt drauf an. Aber wenn Sie scharf genug sind, um reinzukommen, gibt es das Problem nicht. Also ist es egal. Auf dem Foto sieht man mehr als eine hoffnungsvolle Menge. Manche winken oder grinsen, um Mark Benekes oder Steves Aufmerksamkeit zu erhaschen. Sie sehen aus wie Verdammte, die aufs Paradies hoffen. Das letzte Mal, als ich hier war, kam ich sofort rein. Entweder mögen sie dein Aussehen oder nicht. Wenn ich die Auswahlkriterien kennen würde, könnte ich meine Persönlichkeit und meinen Kleidungsstil ändern, um die Prüfung zu bestehen. Aber es bleibt ihr Geheimnis. Die Leute wollten unbedingt reinkommen und waren wütend und hasserfüllt, wenn wir sie abwiesen. Uns war das egal. Für uns zählte nur der Erfolg. Ian und Steve machten sehr gute Pair. Steve liebte es, mit der Presse zu sprechen. Er ließ sie gern wissen, wer da war, was passierte, und so hatten wir mehr Schlagzeilen als alle anderen. Ian rief mich an und schlug einen Deal vor. Ich bekam Geld für Berichte über Berühmtheiten. Ich sollte PR-Artikel über sie platzieren. Ich bekam $500 für das Titelblatt der Daily News. Nochmal 500 extra für die New York Post. Und wenn sie auf Seite 6 erschien, bekam ich nochmal $150. Also jeder Prominente im Studio 54 kam auf das Titelblatt der New York Post oder der Daily News. Alles, was dort passierte, erschien auf der Titelseite. Es gab doppelseitige Berichte. Und die Stars waren jede Nacht dort. Jeder hatte das Gefühl, da sein zu müssen, um nichts zu verpassen. Es gab einen Paradigmenwechsel. Statt Artikel über Kriminalität und Sport zu lesen, wollte man alles über die Stars wissen. Es war der Beginn des Zeitalters der Reichen und Schönen. Wir waren zum richtigen Zeitpunkt da und nutzten das voll aus. Wir ließen nur Fotografen rein, die wir kontrollieren konnten und unsere Regeln befolgten. Das ist die Studio 54-Kiste. Hier sind einige meiner Fotos. Das ist eine großartige Aufnahme von Elton John, der Divine an die Brüste fasst. Bianca habe ich verpasst, aber ich erwischte Dolly Parton, als sie dieses Pferd küsste. Das ist eine großartige Aufnahme von Liz Taylor in einer Limousine. Ich nenne sie Fette Liz. Hier haben wir Truman Capote im Bademantel. Auf einem anderen Foto sieht man, dass er Hausschuhe trägt, mit seinen Initialen drauf. Das ist Ian Schrager am Bühneneingang. Er wartete auf einen Star, aber ich weiß nicht mehr welchen. Ian war sehr nett und introvertiert. Es gibt kaum Fotos von ihm, deshalb ist dieses eine Rarität. Er mochte kein Rampenlicht, nicht wie dieser Aufschneider. Das ist Steven Rubell. Er war ein Selbstdarsteller. Hier bin ich, seht mich an. Er umgab sich immer mit Stars und Sternchen. Er wollte Aufmerksamkeit erwecken und das gelang ihm auch. Er ist auf vielen Fotos.
Wer war zuerst da, die Fotografen oder die Berühmtheiten? Das Gebäude war früher ein Fernsehstudio und ein Theater. Es gab hier immer schon Rampenlicht. Man braucht eben eine sehr schöne Mausefalle, um die Mäuse anzulocken. Steve hat sich um all die Prominenten gekümmert. Er freundete sich mit Modedesignern wie Halston an. Die Presse prägte sogar den Begriff Halston, Liza, Bianca, Andy mit Bindestrichen, da sie eine Einheit waren. Sie waren die Basis. Das Studio 54 bekam so viel Aufmerksamkeit, dass diese Stars noch bekannter wurden. Hallo, Steven. Ich tue alles, damit sie sich wohlfühlen. Das macht mir selbst Freude. Seit seiner Kindheit war es sein Traum, der beste Freund von allen zu sein, die er in der Zeitung gesehen hatte. Und das kriegte er hin. Hi, Michael. Komm rein. Du kannst einfach reinkommen. Wie geht's dir? Michael, das ist Jane. Setz dich. Hi. Wie geht es Ihnen, Michael? Schön, Sie zu sehen. Sind Sie oft hier? Oh ja. Warum? Ich mag die Atmosphäre hier. Ich bin normalerweise kein Disco-Typ. Ich habe auf der ganzen Welt noch keine Disco gefunden, die mir wirklich gefällt. Was ist der Unterschied? Es fühlt sich anders an. Die aufregenden Effekte, die Empore. Es ist einfach spannend. Kümmert man sich gut um Sie? Ja, Steve ist sehr nett. Wie ist Steve denn so? Ich mag ihn gern, weil er aufrichtig, authentisch und ehrlich ist. Das gefällt mir. Wenn Sie Studio 54 hören, wird dann Ihr Puls schneller oder beginnen Ihre Füße sich zu bewegen? Ja, ich möchte Spaß haben. Hier kommt man her, wenn man der Wirklichkeit entfliehen will. Genau das soll es sein. Ein Rückzugsort für die Leute. Egal welchen Ärger sie auch haben, hier können sie ihn vergessen. Das stimmt. Die Gäste können tanzen und ganz sie selbst sein. Hier bist du einfach frei. Du tanzt mit wem du willst und kannst einfach wild sein. Es gibt nicht viele Gelegenheiten im Leben, in denen man absolut frei ist. Jeder hier fühlte sich beschützt und sicher. Es war ein Ort, an dem man sich entspannen konnte. Schwule Männer küssten sich dort zum ersten Mal öffentlich. Man sah Stars mit schwulen Männern und niemand richtete darüber. Wenn du dort warst, konntest du ganz du selbst sein. Durch das Licht fühlst du dich sinnlich. Der Trubel, die Drinks, der Rhythmus der Musik und überall schöne Menschen. Du willst dich fühlen wie sie. Ich trug Dessous und High Heels und konnte auf die Tanzfläche gehen und tanzen mit wem ich wollte. Ich schwebte über die Tanzfläche und alle waren meine Freunde. Ich kannte sie nicht und sie mich nicht, aber das war uns allen egal. Im Studio 54 tanzte man mit dem ganzen Club. Die Disco war ein Zufluchtsort, ein Hafen für Inklusion und Toleranz. Im Alltag war das nicht so. Homophobie war noch allgegenwärtiger als heutzutage. Transgender riskierten auf den Straßen von New York ihr Leben. Aber sobald sie die Disco betraten, waren sie sicher. Und nicht nur das. Hier gehörten sie dazu, wurden akzeptiert und waren Teil der Szenerie. Werdet ihr beschimpft oder beleidigt? Nein, die Leute sind baff. Sie denken, wir sind einer Broadway-Show entsprungen. Sind New Yorker eher offen, höflich und freundlich? Nein, das ist nur hier so. Wir fühlen uns im Studio 54 zu Hause. Wir zahlen $14, eine Art Miete. Im Studio 54 gab es enorm viel homosexuelle Energie. Dieser Einfluss erfüllte den Raum, den ganzen Ort. Das Mantra im Studio 54 war eine Fantasiewelt. Jeder konnte sein, wer und was er wollte und machte es auch. Danke, Rollerina, das habe ich jetzt gebraucht. Rollerina war tagsüber Wall Street Banker und nachts eine gute Fee. Disco Sally war Anwältin und sie war etwa 78 Jahre alt.
Anfangs war ich gegen Disco Sally, weil ich es für Firlefanz hielt. Und Steve sagte, nein, nein, du täuschst dich. Das ist gut für den Club. Potassa war die bekannteste Drag Queen ihrer Zeit. Ohne Schuhe war sie 1,55 groß und mit Absätzen über 2 Meter. Man sah sie nie ungeschminkt und sie stand im Mittelpunkt, wann immer sie wollte. Das wirklich Tolle am Studio 54 war die Mischung der Leute. Wenn du nur die Schönen einlädst, dann gewöhnen sie sich daran, sich gegenseitig zu sehen. Und es könnte sein, dass sie sich langweilen. Aber wenn man, wie im Studio 54, für die richtige Mischung aus Transvestiten und allen möglichen bizarren Gestalten sorgt, wird daraus ein wundervoller Cocktail. Diversität schafft Hochspannung. Es war bizarr. Diese Ausgelassenheit und die Freiheit gehörten dazu. Es war wie ein Vergnügungspark für Erwachsene. Sie hatten ein gutes Gespür dafür, was die Leute wollten, was Erwachsene wollten. In den 70er Jahren gab es ein Zeitfenster der Möglichkeiten zwischen der Erfindung der Pille und dem Ausbruch von AIDS. Selbst wenn man nicht jede Nacht den Partner wechselte, hatte man das Gefühl, es wäre möglich. Liebe lag in der Luft, Sex lag in der Luft. Auf der Empore war es dunkel, die Leute gingen hoch und vielleicht gab es auch mal einen Blowjob. Das Gleiche geschah auf den Toiletten. Im Keller lagen Matratzen und ich ging oft runter und hatte Sex mit vielen Leuten. Sehr viel. Schwule hatten den Vorteil, nicht schwanger zu werden. Sie konnten sich einfach amüsieren und jede Menge Sex ohne Folgen haben. Warum auch nicht? Es ging immer nur um Frieden und Freiheit. Man konnte alles ausprobieren. Steve hatte oft diesen riesigen Mantel an. In diesem Mantel hatte er Geld und Drogen. Er war wie Daddy Warbucks. Steve liebte Quaaludes und verteilte sie an alle. Wenn man keine wollte, sagte er, nimm eine halbe. Du bist doch kein Polizist, oder? Nein, du bist ein böser Junge. Er wollte jede Party auf ein anderes Level bringen. Ob es ein höheres oder niedrigeres ist, war der jeweiligen Interpretation überlassen. Gibt es sowas sonst noch wo auf der Welt? Nein, nein, ich war schon überall und nur hier bin ich glücklich. Die Musik, das Licht, gut aussehende junge Kellner, die nichts außer Shorts und Drinks für $3 pro Glas tragen. Diese Formel hat den Besitzer zu einem sehr reichen jungen Mann gemacht. Er genoss jede Nacht. Steve hatte mehr Spaß als jeder andere. In unserem Club konnte er sich wohlfühlen und seine Sexualität akzeptieren. Vielleicht zum ersten Mal in seinem Leben. Er war in seinem Element. Für mich war das anders. Ich wollte nicht durch die Menge gehen und zu jedem Hallo sagen. Solange es das Studio 54 gab, sah man kaum Fotos von Ian oder las etwas über ihn. Ian war hinter den Kulissen. Er war der brillante Designer, der Dinge entstehen ließ, die man vorher so nie gesehen hat. Alle warteten gespannt darauf, was als nächstes kommen würde. Dieser Raum hatte eine theatralische Qualität, wie ich sie zuvor noch nie gesehen hatte. Es war eine Erfahrung, die alle Sinne gleichermaßen ansprach. Pretty much all of your senses.
In diesem Business zählt das Bauchgefühl. Du verkaufst kein Produkt, sondern die Magie, die du kreierst. Except the magic you create. Bewegtes Licht, Kulissen und eine Umgebung, die sich in Sekundenschnelle verändert. Das gab es nie zuvor. Ian hat eine echte Fantasiewelt geschaffen. Jeder Einzelne wurde Teil einer Gruppe, die überschäumende Energie aufbaute und absolut explosiv war. Ian ist ein Genie darin, Erlebnisse für andere entstehen zu lassen. Wir sind in jeder Hinsicht bis ans Limit gegangen. Egal, ob es die Bauvorschriften, die Shows oder die Moral betraf, wir gingen bei allem bis an die Grenze. Eine einzige Nacht kostete $40,000 bis $50,000. Wir wollten die Barriere zwischen Künstlern und Publikum überwinden und zeigen, dass alles möglich ist. Und genau das war es auch. Alle Mitarbeiter wussten, dass sie Teil der Show waren. Jeder von uns musste eine hervorragende Vorstellung zeigen und für den besten Service sorgen. Ich war süchtig nach dem Studio 54, keine Frage. Ich musste jeden Abend dahin. Und so ging's vielen. Das Studio 54 ist der Olymp der Diskothekenwelt. Es ist der Mittelpunkt des Universums für all diejenigen, die dort zu 125 Beats in der Minute tanzen. Das Studio 54, die ultimative Disco hier in New York. Wir waren so aufgeregt und high vom Erfolg, dass ich noch nachts das Geld zählte. Das machte mir Spaß. Ich nahm das Geld aus dem Beutel, sortierte es und teilte es in drei Haufen. Einen für mich, einen für Steve und einen für Jack. Wenn man oft dort war, fiel einem auf, dass mitten in der Nacht die Kassenbonrolle gewechselt wurde. Die Gäste bemerkten das und es sprach sich herum. Es war erhebend zu sehen, wie sich unser Lebenstraum erfüllte. Wir hatten das beste Publikum, die beste Presse, den besten Club. Wir waren die Nummer eins. Wir waren auf dem Gipfel des Erfolgs. Sie lebten in einem Traum und hatten so viel Spaß, dass sie den Bezug zur Realität verloren. Ich war mit einem Mädchen in meinem Büro und plötzlich hörte die Musik auf. Ich ging runter und Steve war auch schon da. Wir waren in unserer eigenen Welt. Das Licht ging an und die Polizei war da. Plötzlich wirst du von der Realität eingeholt. Wir wurden beide festgenommen. Wir hatten immer noch keine Schanklizenz, nur die tägliche Catering-Erlaubnis. Irgendwann fragten sie sich, warum wir für jeden Abend eine neue beantragten. Wir waren ein Nachtclub und alle wussten das. Roy Cohn war zu dieser Zeit unser Anwalt. Ich rief ihn an. Er musste uns helfen. Roy Cohn, ihr Anwalt, vertrat auch Mafiabosse und andere schwere Jungs aus Manhattan. Somit war mir klar, weshalb sie vor nichts Angst hatten. Nach ein paar Stunden wurden wir wieder freigelassen. Wir schafften es, den Club 6 Monate lang ohne Alkohol laufen zu lassen. Dann bekamen wir die Lizenz. Ich habe ein Foto von mir und Steve mit der Schanklizenz. Von diesem Moment an fühlten wir uns, als hätten wir die Welt erobert. Sie dachten, sie könnten sich alles erlauben.
Aber die Leute wurden immer wütender auf Steve Rubell und das Studio 54, weil sie nicht reinkamen. Du kannst nicht populär sein, ohne dass irgendwo jemand neidisch wird oder dich vernichten will. So sind die Menschen. So ist das Leben. In einem Artikel von Dan Dorfman sagte Steve, nur die Mafia macht mehr Geld, aber erzählt es niemandem. Steve war ein Angeber. Seht uns an, wir haben Spaß und verdienen Unmengen von Geld. Er war sehr stolz auf all das. Ich hielt es für eine Riesendummheit. Ich rief ihn an und sagte, damit forderst du die Steuerfahndung förmlich auf, an deine Tür zu klopfen. Und er sagte, nein, die machen uns keinen Ärger. In der schicken Disco kam es heute Morgen zu einer Razzia. Mehr als 20 Finanzbeamte mit Durchsuchungsbefehlen beschlagnahmten alles, was nur im geringsten etwas mit den Finanzen zu tun hatte. Die Razzia fand am 14. Dezember 1978 statt. Dieser 14. Dezember war ein schrecklicher Tag. Der Prozess gegen das Studio 54 begann mit der Anschuldigung, dass dort im großen Stil Geld unterschlagen wurde. Angeblich seien Drogen und Geld im Studio 54 versteckt. Ich erfuhr von einer Reinigungskraft von dem Durchsuchungsbeschluss und gab Steve Bescheid. Steve bat mich, die Quaaludes aus dem Safe zu holen. Bereits im Untergeschoss traf ich auf die Beamten. Sie fragten, ob ich der Manager sei. Ich sagte ja und musste den Safe öffnen. Einmal so, einmal so rum. Und offen war er. Sie fragten mich, ob das alles sei, und ich sagte ihnen, da oben liegen auch noch ein paar Kisten. Ich wollte die Tür öffnen, aber jemand hielt zu. Sie waren schon drin. Ich versuchte es mit dem Schlüssel, aber das ging auch nicht. Irgendwann machte mir der Einsatzleiter dann auf. Das war morgens um 9 Uhr. Er fragte mich, ob ich reinkommen will. Ich ging rein und hatte alle meine Unterlagen bei mir, wie immer. Ich legte sie auf den Boden und trat ein. Ian Schrager, einer der Besitzer des Studios 54, kam später in den Club. Aussagen eines Beamten zufolge fand man zwischen seinen Akten Kokain. Es war nicht in meinen Akten, es war an den Akten. Ich hatte sie auf den Boden gelegt. Vielleicht waren es Reste der letzten Nacht. Mithilfe unseres tragbaren Testgeräts konnten wir eindeutig Spuren von Kokain nachweisen. Das Zeug war so rein, es war außerhalb der normalen Messwerte. Mit Kokain unter den Armen sollte man kein Gebäude betreten, das gerade von 50 Agenten durchsucht wird. Sie hätten lieber woanders hingehen sollen. Ich wurde festgenommen und der Erste, den ich anrief, war Roy Cohn. Er riet uns, das gesamte Mobiliar unseres Büros auf den Kopf zu stellen, damit es später so aussieht, als hätten die Beamten alles durchwühlt, wie die Gestapo. Sie haben meine Geburtstagsgeschenke kaputt gemacht. Damit verscherzten wir es uns noch mehr mit der Polizei, weil es nicht der Wahrheit entsprach. Sie sagten, sie hätten darauf geachtet, alles ordentlich zu hinterlassen. Damit begann eine Litanei an Fehlern, die wir machten. Die Story schaffte es aufs Titelblatt der Daily News. Uns war der Ernst der Lage, in die wir uns manövriert hatten, nicht klar, weil wir vorher mit allem durchgekommen waren. Sie befragten Ian. Er saß verkehrt herum auf einem Stuhl und stützte sich an der Lehne auf, ganz abweisend. Und man sah ihm an, was er dachte. Fuck you. Man dachte, er hat Angst. Aber ganz im Gegenteil. Er war genervt.
7 Stunden nach Beginn der Razzia kamen Steve Rubell und sein Anwalt Roy Cohn, der die Steuerfahndung scharf angriff, aus dem Gebäude. Nennen Sie mir einen anderen Fall in der amerikanischen Geschichte, bei dem die Ermittlungen mit dem Aufmarsch von 23 Finanzbeamten begannen. Sie gehen rein, stellen alles auf den Kopf, öffnen jede Schublade und das noch bevor Sie die Buchhalter und die Anwälte unserer Firma konsultiert hatten. Wenn es so etwas schon jemals in Amerika gegeben hat, habe ich es nicht mitbekommen. Es war kein Kokain. Es war nicht in seiner Brieftasche und dessen wird er auch nicht beschuldigt. Ich habe die Klage gelesen. Ich war bei Gericht und Sie nicht. Sie wollten den Anwalt nicht vorlassen. Ich nahm den Haupteingang. Es war das erste Mal, dass ich Ärger am Einlass hatte. Und was ist mit dem Kokain? Davon weiß ich nichts. Sind noch andere Drogen im Gebäude? Ich weiß nichts von Drogen. Wussten Sie, dass sich Drogen in den Räumlichkeiten befinden? Nein, wusste ich nicht. Absolut nicht. Was sagen Sie dazu, dass Ihr Partner wegen Kokainbesitz verhaftet wurde? Ich mag Ian sehr gern. Wir kennen uns vom College. Er ist ein toller Typ und natürlich bin ich besorgt. War viel Kokain im Umlauf? Nein, wie Roy schon sagte, möchte ich mich zu dem Strafverfahren nicht äußern. Steve, schauen Sie bitte hierher, danke. Ich fühle mich heute wieder Präsident. Alle angesehenen Anwälte arbeiteten für uns. Einer dieser Anwälte hatte John Mitchell in der Watergate-Affäre vertreten. Wir hatten James Neal, der Jimmy Hoffa ins Gefängnis gebracht hatte. Außerdem Arthur Lyman und Mitchell Roggewin, der zur Kanzlei Arnold & Porter gehörte. Und auch Abe Fortas, der vom Obergerichtshof kam. Wir waren gut aufgestellt und bereit, gegen die Regierung zu kämpfen. 37 Anwälte sind für Schrager und Rubell tätig. Nach dieser Razzia gab es viel Schadenfreude in New York City. Die Leute waren der Meinung, dass sie endlich das bekommen, was sie verdienen. Sie hatten ihre treuen Freunde, aber niemand lief herum und jammerte, der arme Steve Rubell, der arme Ian Schrager. Nein, die meisten freuten sich irgendwie. Und jetzt weitere Nachrichten zu Studio 54. Wir schalten zu unserer Korrespondentin Lorraine Newman. Lorraine? Danke, Bill. Neben mir steht Steve Rubell, Mitinhaber des Clubs. Steve, wie haben Sie reagiert, als Sie hörten, dass man hier Kokain gefunden hat? Ich war schockiert. Es ging mehr darum, es mit dem System aufzunehmen. Das gehörte zum Mythos rund um das Studio 54. Alle identifizierten sich damit. Und danach gab es eine Party. Mit unserer Bekanntheit war es wie mit Motten im Licht. Alle kamen und es wurde zu etwas immer Größerem, wie es bei solchen Geschichten eben ist. Viele Leute sagten, es lag an Rubells Gerede. Er verbrannte sich seinen Mund, indem er ständig rausposaunte, was man den Finanzbehörden sagen sollte und was nicht. Aber darum ging es nicht. Zu diesem Fall kam es nur wegen einem Angestellten des Studio 54, der auch unser Informant war. Er war unzufrieden, wie er im Studio 54 behandelt wurde. Er wusste, wo sich alle Unterlagen befinden. Der Keller hatte eine abgehängte Decke. Wir entfernten die Deckplatten und fanden die Aktenordner mit der zweiten Buchhaltung. Im selben Versteck fanden wir auch Plastiksäcke voller Bargeld. Niemals befanden sich Millionenbeträge unter der Decke von Studio 54. Das sind Fantasiegeschichten. Just Folklore. Sie haben Säcke voller Geld gefunden, genau wie es im Durchsuchungsbeschluss beschrieben war. Der Safe hatte eine fünfstellige Kombination. Das war für Kleingeld viel zu kompliziert. Also hatte ich es immer da oben liegen. Daher stammt die Geschichte vom Geld unter der Decke. Weiteres Bargeld fanden wir in einem Schließfach von Steve Rubell. Auch dafür hatten wir einen Durchsuchungsbefehl. Wir öffneten den Safe und holten das Bargeld raus. In seiner Wohnung haben wir ebenfalls Bargeld gefunden. Es gab Geheimtüren hinter den Bücherregalen. Steve hatte dort 900.000 in 5- und 10-Dollar-Scheinen gelagert. Die Polizei beschlagnahmte alles.
Ich fuhr mit $400,000 spazieren, die im Kofferraum meines Autos lagen. Es hätte gestohlen oder abgeschleppt werden können. Ich stellte es in Parkhäusern ab. Irgendwie verrückt. Steves Mutter war die Buchhalterin und Steve hatte immer ein Budget für entspannende Drogen. An manche Leute verschenkte er sie. Steves Mutter wusste nichts von den Drogen oder deren Codenamen, aber sie wusste genau, wofür jeder einzelne Penny ausgegeben wurde. Wenn wir $100 aus der Kasse nahmen, um einem Promi Drogen oder was anderes zu besorgen, wurde das als Partypräsent eingetragen. Es gab ein Kassenbuch mit drei Spalten, je eine für Ian, Steve und Jack. In eine vierte Spalte wurden alle Einnahmen einer Nacht eingetragen und auf einer fünften stand Skim oder SK. Und somit gab es zu den täglichen Aufzeichnungen aller Einnahmen auch die Summe der Unterschlagungen. Wer erstellte diese Bücher? Ich nicht, denn ich war nicht der Buchhalter und habe mich auch nicht um die Buchhaltung gekümmert. Aber einer von uns muss es gewesen sein. Wer veranlasste die Erstellung der Bücher? Ich kann mich wirklich nicht erinnern. Sind Sie sicher, dass Sie kein Staatsanwalt sind? Ich weiß nur, dass ich davon profitiert habe. Ich war einer der Mitverschwörer. Aber wer wirklich die Fäden gezogen hat, das kann ich nicht sagen. In den 33 Monaten, in denen der Club lief, hatten sie 2,5 bis 3 Millionen Dollar unterschlagen, die als Skim bezeichnet wurden. Eine astronomische Summe, einfach lächerlich. Man unterschlägt vielleicht 10 oder 20%, aber keine 80. In der Beziehung waren sie echte Schweine. Das war der Richard Nixon der Skims. Wir haben es wirklich weit übertrieben und alles unterschlagen, was auch nur im Entferntesten möglich war. Das konnte nicht unbemerkt bleiben. Den Vorwurf jeglicher Steuerhinterziehung oder den nicht bezahlter Steuern betreffend sind Steve Rubell und Ian Schrager vollkommen unschuldig. Cohen zufolge hat sich nur einer der Partner von Studio 54 schuldig gemacht. Und das ist der Buchhalter Jack Dushy. Er bekannte sich vergangene Woche schuldig. Ihm drohen 5 Jahre Haft. Jack Dushay war bereit zu kooperieren und vor Gericht gegen Rubell und Schrager auszusagen, wenn es nötig sein sollte. Was da passiert ist, war nicht seine Schuld. Er hatte eine Familie, der er sowas nie angetan hätte. Ich habe ihn nie danach gefragt. Aber ich war immer davon überzeugt. Jack, was sagen Sie dazu? Es war ziemlich schwierig für mich, Ihren Erfolg zu zügeln. Wer bin ich schon? Ich war älter als Sie und brauchte das Geld nicht. Es war einfach ein überwältigender Erfolg, den die beiden hatten. Ich habe Sie nicht an die Kandare genommen und wie Sie wissen, haben wir alle den Preis dafür bezahlt. War Ihnen klar, was sich in der Buchhaltung abspielte? Oh, ich war mittendrin. Ja, ich war komplett involviert. Ich hatte mich genauso strafbar gemacht wie Steve und Ian. Aber Sie wirken so besonnen. Warum haben Sie das geschehen lassen? Der Erfolg ist uns allen zu Kopf gestiegen. Ja. Ich wurde der Einsatzgruppe zur Bekämpfung organisierter Kriminalität zugeordnet, die sich auch mit der italienischen Mafia auseinandersetzte. Im Fall Studio 54 wurde vermutet, dass über Ian Schragers Vater eine Verbindung zur organisierten Kriminalität bestand. Sein Vater war Louis Schrager, auch als Max the Jew bekannt. Known as Max the Jew.
Von solchen Geschichten über meinen Vater hatte ich in den Zeitungen gelesen, aber eigentlich weiß ich sonst nichts darüber. Mein Vater war mein Idol. Er war anders als andere Väter, hatte seltsame Arbeitszeiten. Mir war klar, dass das einmal zu einem Problem für mich werden würde. Louis Schrager, der zu dieser Zeit schon tot war, war ein ehemaliger Mayer Lansky-Mitarbeiter. Aber eine Verbindung zwischen dem Studio 54 und der Mafia konnten wir nie nachweisen. Ich glaube nicht, dass Ian irgendwas mit den Geschäften seines Vaters zu tun haben wollte. Sein Vater hatte Erfolg und Macht. Ich glaube, Ian wollte auch Macht und Erfolg, aber in einem anderen Bereich. Die Besitzer der Disco-Studio 54 wurden heute wegen Steuerhinterziehung angeklagt. Gegen Steven Rubell und Ian Schrager wurde Anklage in 12 Punkten erhoben. Ian Schrager und Steve Rubell drohen 10 Jahre Haft und Strafzahlungen von bis zu $20.000. Sie hatten den ultimativen Hotspot, den sonst niemand in der Welt hatte. Sie hatten einen Club, der weltberühmt war. All das war ihnen in den Schoß gefallen. Und ich glaube nicht, dass sie das verlieren wollten. Unsere Anwälte rieten uns, einen Deal zu machen. Steve sagte am 25. August zu mir, ich hoffe, es wird einen Krieg im Iran geben. Ich fragte ihn, weshalb. Er sagte, ich will nicht mehr andauernd auf den Titelblättern zu sehen sein. Das Justizministerium untersucht den Vorwurf, dass Hamilton Jordan, der Stabschef des Weißen Hauses, in der New Yorker Diskothek letztes Jahr Kokain konsumiert haben soll. Das Weiße Haus weist diese Vorwürfe zurück und lässt verlauten, dass sie von Personen stammen, die mit falschen Anschuldigungen versuchen, ihr Strafmaß zu verringern. Den Stabschef des Weißen Hauses zu beschuldigen, Kokain gekauft zu haben, hat Steve nicht bemerkt, dass er damit das Weiße Haus gegen sich aufbrachte? Ich fand, Steve sollte besser sehr vorsichtig sein. Diese Leute haben Macht und er nicht. Seine Autorität beschränkt sich auf die Promis. In der Politik hat er keine. Er hatte sich definitiv mit den Falschen angelegt. Präsident Carter sagte über Jordan, er sagt die Wahrheit, genau wie meine Frau und meine Kinder es tun würden. Normalerweise verfolgt das Justizministerium Fälle nicht, in denen es um individuellen Drogenkonsum geht. Aber es gilt seit dem Watergate-Skandal ein neues Ethikgesetz. Es fordert eine bis zu 90-tägige Untersuchung durch das FBI, wenn strafrechtliche Vorwürfe gegen hochrangige Regierungsbeamte erhoben werden. Mitchell Roggewin, einer unserer Anwälte, machte einen fatalen Fehler. Er hatte nicht verstanden, wie Watergate die Gesetze verändert hatte. Es war zu einer öffentlichen Angelegenheit geworden. Der Zug kam in Fahrt und war nicht mehr aufzuhalten. Es gab keinen Weg zurück. Sie sahen mit ihren eigenen Augen, wie Hamilton Jordan Kokain nahm? Ja. Ganz sicher? Ganz sicher. Kein Missverständnis? Nein. Wir haben das Ausmaß dessen, was da vor sich ging, nicht überrissen. Obwohl wir Roy hatten, mussten wir selbst einen Weg finden, um aus der Sache rauszukommen. Wir haben den Club komplett renoviert. Das sollte das Signal sein, dass alles wieder gut wird. Man wird der Steuerhinterziehung beschuldigt und nebenbei prozessiert man gegen Hamilton Jordan? Man schafft sich ein neues Image, zumindest im architektonischen Sinne. Seit letzten Mittwoch arbeiteten hier 600 Handwerker rund um die Uhr. Nach Fertigstellung werden Kosten von $1.5 Millionen erwartet. Dreimal so viel wie zur Eröffnung des Studio 54 vor 3 Jahren. Ian hatte fantastische Ideen. Er hatte Sweeney Todd gesehen und kam so auf die Idee mit der Brücke. Sind Sie es leid, sich durch die Massen zu kämpfen? Diese bewegliche Brücke kann Ihr Problem lösen. Sie trägt eine Last von 25 Tonnen und kann so 250 Menschen mit einer Geschwindigkeit von 14 Metern pro Minute auf die andere Seite oder zur Empore bringen. Man erzählt sich, dass die Empore mit Gummi verkleidet wurde, damit sie abwaschbar war. War Ihnen klar, dass sie eine Sexhöhle wird? Ja. Die Antwort ist ja.
liebe das Studio 54 so sehr und ich danke dir dafür, dass ich jeden Abend Spaß habe. Oh, was soll ich dazu sagen? Sag einfach danke, bekenne dich schuldig. Ich werde mich nicht schuldig bekennen. Zwei der Besitzer des Studios 54 in Manhattan bekannten sich heute der Anklage schuldig, mehr als $400.000 Steuern hinterzogen zu haben. Heute wurden Rubel und sein Partner Ian Schrager angeklagt, $2.5 Millionen Einnahmen unterschlagen zu haben. Die Anklageschrift umfasst 12 Punkte. 2 Punkte der Steuerhinterziehung gaben sie zu, die übrigen wurden fallen gelassen. Wir wollten keine Straftat zugeben, weil man als Verurteilter keine Schankgenehmigung bekommt. Wir wollten das Studio 54 schützen, aber es geriet alles außer Kontrolle. Es war eine Nummer zu groß für uns und deshalb mussten wir uns schuldig bekennen. Roy, gab es Probleme mit dem gerichtlichen Vergleich? Wenn 37 Anwälte mit einem Fall beschäftigt sind, kann immer mal was schiefgehen. Was hat sie dazu getrieben? War es Gier? Zu schnell zu viel Geld? Nein, ich habe einen Fehler gemacht. Haben Sie noch nie einen gemacht? Sind Sie und Schrager immer noch Freunde? Er ist mein bester Freund und ich liebe ihn sehr. Als wir in Schwierigkeiten gerieten, stürzte sich die Presse auf uns. Es war das erste Mal in unserem Leben, dass wir uns nicht rausreden konnten. Wir wurden in die Enge getrieben. Wenn man so etwas durchmacht, rückt man näher zusammen und wird stärker oder man trennt sich. In unserem Fall machte es uns stärker. Wir sind gemeinsam aufgestiegen und gefallen. Heute wurden Steven Rubel und Ian Schrager, die beiden Besitzer der New Yorker Diskothek Studio 54, wegen Steuerhinterziehung von beinahe einer halben Million Dollar zu 3,5 Jahren Gefängnis verurteilt. Beide bekamen eine Geldstrafe von je $20.000. Das kam bei mir nicht an. Wissen Sie, ich hatte eine emotionale Distanz aufgebaut. Ich war wie betäubt. Unser Leben war vorbei. Und wir bemerkten es nicht mal. Die Party in der Nacht, bevor sie ins Gefängnis gingen, war wahrscheinlich genauso ausgelassen wie die Eröffnungsparty. Wenn nicht noch schlimmer. Andy Warhol und Calvin Klein waren da. Diana Ross und Liza Minnelli haben gesungen. Und ich erinnere mich, dass Steve einen Hut wie Frank Sinatra trug und sie I Did It My Way spielten. My Way, was soll das heißen? Wenn ich jetzt daran zurückdenke, es war so anmaßend. Was haben wir uns dabei gedacht? In dieser Nacht war die Musik intensiv wie immer. Wir haben getanzt und es war fabelhaft. Ich erinnere mich daran, dass ich nur tanzen wollte. Ich war so im Drogenrausch, dass ich nicht realisiert habe, was da vor sich ging. Ich dachte, die Party würde nie zu Ende gehen. Dieses Gefühl der Unbesiegbarkeit lag allem zugrunde. Sie haben es von Anfang bis zum Ende verdrängt. Ich hätte sicher keine Party veranstaltet, wenn ich am nächsten Tag ins Gefängnis gehe. Sie waren darauf nicht vorbereitet und ich glaube, als sie dann wirklich ins Gefängnis gingen, war das ein furchtbarer Schock für sie. Die Besitzer der New Yorker Diskothek Studio 54 wurden heute den Bundesbehörden übergeben. Heute Morgen traten sie ihre Haft im New Yorker Bundesgefängnis an. Unterdessen haben die Behörden Anklagen in 7 Punkten erhoben. Wie war die erste Nacht im Bundesgefängnis von New York City?
Nun ja, die Türen schließen sich und dann wird dir unfassbar schnell klar, dass du deine Freiheit verloren hast. Es gibt nichts Schlimmeres. Wir waren zwar im selben Gefängnis, aber teilten nicht dieselbe Zelle. Wir wollten das zusammen durchstehen. Ich weiß nicht, wie es mir ergangen wäre, wenn ich Steve nicht an meiner Seite gehabt hätte. Wir wurden behandelt wie jeder andere auch. Trotz ihrer Kontakte zu Liza und Bianca? Das ist eine andere Welt. Du musst lernen, deinen Mund zu halten und kein Wort zu sagen. Wenn du auch nur ein Wort sagst, bist du tot. Da war ein Kerl in der Zelle gegenüber von mir. Er hatte jemanden mit einem Bowlingball umgebracht. Mir war sofort klar, dass ich mich mit ihm anfreunden musste. Ich machte einen Deal mit ihm. Wir veranlassten, dass seine Frau Geld bekam und dafür beschützte er uns. Da drinnen ging es nur um den Urinstinkt zu überleben. Als sie im Gefängnis waren, lief es noch ein paar Monate weiter. Aber ohne sie war es nicht mehr das Gleiche. Und als wir dann die Shank-Lizenz verloren, war es vorbei. Wir waren noch im Gefängnis, als wir das Studio 54 verkauften. Ich habe den Vertrag ausgehandelt. Und das hielt mich bei Verstand. Das Studio verkaufen zu müssen, war für mich das Schlimmste, was ich je tun musste. Das Ganze war wie ein Strudel, in dem sich alles auflöste. Alle gingen wieder dahin zurück, wo sie hergekommen waren. Wir hatten das Gefühl, dass alle hier ein Leben lang deine Freunde sein werden. Doch so war es nicht. Du bekommst keine Anrufe mehr, keine Einladungen zu großen Partys. All das hörte plötzlich auf. Und das war ein böses Erwachen für mich. Die Disco-Ära war vorbei. Die Disco-Musik wurde zum Witz. Die Hauptattraktion der T-Night im Comiskey Park war die Disco Demolition in der Halbzeitpause. Der Radiomoderator Steve Dahl sang mit dem Publikum, bevor die Disco-Alben in die Luft gesprengt wurden, die Fans mit ins Stadion bringen konnten. Disco Sucks war gewissermaßen die Rache am Studio 54. Man muss die wirtschaftliche Lage der USA bedenken. Es war die schlimmste Rezession seit der Weltwirtschaftskrise. Und man kann sich vorstellen, wie Studio 54, das Disco-Leben, für jemanden aus dem Mittleren Westen aussah, der seinen Job und seine Zukunft verloren hatte. Sie gaben diesen Leuten die Schuld: Homosexuellen, Schwarzen und Frauen. Man spürte eine Welle von Ressentiments. Die Leute waren stinksauer. Wir haben am Status quo gerüttelt. Wir wussten, dass Rebel und Schrager uns helfen konnten. Sie konnten uns Hinweise zu anderen Steuerhinterziehern geben, von deren Machenschaften sie wussten. So kam es zu dem Szenario mit dem chinesischen Essen. Das Büro der Staatsanwaltschaft befindet sich am Rande von Chinatown. Die Steuerfahnder kannten die besten Restaurants. Sie bestellten eine Auswahl bester chinesischer Speisen. Und ich hatte für Steve und Ian zwei Stühle vor meinem Büro aufstellen lassen. Der Duft des Essens füllte den Flur. Und sie sahen das Essen und wir wussten, dass sie hungrig waren. Wir haben wirklich alles versucht. Wir bekamen Druck von allen Seiten.
Die Staatsanwaltschaft hatte all unsere Unterlagen. Wir haben niemanden angeschwärzt. Aber wir hätten Meineide schwören müssen, wenn wir nicht auf die Fragen bezüglich der Nachtclubbesitze des Bonds, des Infinity oder des New York New York geantwortet hätten. Sie waren unsere Feinde. Wir hatten immer vermutet, dass sie uns sowieso nur schaden wollten. Das war irgendwie eine einfache Lösung, das Ganze zu rechtfertigen. Meinem Vater hätte das nicht gefallen. Ja, weil man so etwas einfach nicht macht. Ein echter Mann sitzt seine Zeit ab. Mein Vater hätte nicht gewollt, dass ich sowas mache. Hat sie das belastet? Natürlich. Ich hatte Probleme damit. Ich schäme mich bis heute dafür. Ich hatte gehofft, dass sie das nicht ansprechen, aber ich... Es ist ein Teil der Geschichte. Wir konnten nicht für 3,5 Jahre im Gefängnis bleiben, also taten wir das, was wir tun mussten. Dafür wurde die Haft verkürzt. Als wir 1981 aus dem Gefängnis kamen, hatte sich die Welt verändert. Governor Reagan, wir möchten Ihnen zeigen, wie die Karte der Vereinigten Staaten heute um 20 Uhr aussieht. Alles gehört Ihnen. Anfang der 80er Jahre wechselt die Regierung und plötzlich ging es nur noch ums Geld. Es ging nicht um Lebenslust, nicht um Gleichberechtigung. Es zählte nur der finanzielle Erfolg, der Dollar über alles. Downtown wurde noch mehr Downtown. Der Mud Club war angesagt, als Protest gegen die Yuppies und die Reagan-Regierung. Nachdem wir aus dem Gefängnis kamen, waren wir sehr empfindlich. Wir waren unsicher, hatten keine Selbstsicherheit mehr. Diese Art der Verzweiflung ist schwer zu beschreiben. Ich hatte alles verloren. Meine Zulassung als Anwalt war weg und ich durfte nicht wählen. Ich hatte keinen Führerschein und keine Kreditkarten mehr. Das war so entrechtend. Man weiß erst, wie viel es bedeutet, wenn man es nicht mehr hat. Und die Schande war besonders schwer zu ertragen. Es ist etwas bedenklich, dass mit Ihrer Inhaftierung kein Stigma verbunden ist. Oh doch, ich bin stigmatisiert. Jeden Tag muss ich daran denken. Ein emotionales Stigma. Ja, emotional. Bis vor einem Jahr habe ich noch geträumt, ich wäre auf einer Insel gefangen. Aus diesen Albträumen wachte ich schweißgebadet auf. Über solche Dinge kommt man nicht hinweg. Scheint nur gerecht. Steve fühlte sich unsicher, weil er nicht wusste, wie die Leute auf ihn reagieren würden. Sie wussten nicht, ob sie ihm noch vertrauen können, nach dieser Hamilton-Jordan-Sache. Erfolg zu haben ist leicht, aber für sein Scheitern zu bezahlen ist sehr schwer. Ich habe beides erlebt. Das war wahrscheinlich der schwierigste Moment ihres Lebens. Würden sie das je bewältigen können? Am Anfang hatten sie nichts zu verlieren gehabt. Es konnte nur besser werden. Sie brauchten Mut, um zurückzukommen. Ian ist nicht give up. Ian wollte nicht aufgeben. Stevie auf seine Art auch nicht. Beide waren aus demselben Holz geschnitzt. Sie waren bereit, jede Herausforderung anzunehmen. Sie haben ihr Comeback schon im Gefängnis geplant? Natürlich. Sie schmiedeten von Anfang an Zukunftspläne. Rubel plante voraus, aber nach der Haft hatte er es schwer. Es dauerte 3 Jahre, bis sie das Kapital für ihre nächste Unternehmung zusammen hatten. Ihre Hotelkette bedient das gleiche gemischte Publikum, das Sie aus dem Studio 54 kannten. Sie begannen damit, sich auf den Kauf von erstklassigen Immobilien in Manhattan zu spezialisieren. Sie wurden Teilhaber mehrerer schicker Hotels, darunter das Royalton und das Morgans Hotel in der Madison Avenue.
Wir wollten ins Hotelgeschäft einsteigen, aber wir mussten den Banken beweisen, dass wir Kredite in Höhe von 14 Millionen Dollar zurückzahlen können. Deshalb eröffneten wir das Palladium. Die Glatzköpfigen, die Mutigen und die Schönen kamen heute Nacht zur Eröffnung des Palladiums. Steve und Ian waren 6 oder 7 Jahre außer Gefecht. Nichts konnte sie ersetzen. Und jetzt sind sie zurück, stärker und größer als je zuvor. Ich hatte Selbstzweifel, weil ich Fehler gemacht hatte. Ich fühlte mich nicht wohl in meiner Haut. Ich bekam eine zweite Chance und mehr konnte ich nicht verlangen. Nach der Eröffnung des Palladiums war das der erste Artikel über uns. The Comeback Kids. Ich war aus dem Schatten getreten. Das hat Steve etwas geärgert. Der Artikel veränderte das Gleichgewicht zwischen Steve und mir, das in all den Jahren zuvor bestand. Er stand im Rampenlicht und ich war hinter den Kulissen und bekam keins. Es war eine neue Dynamik. Er brauchte noch eine Weile, um sich damit abzufinden. Wir sollten erwähnen, dass es das Studio 54 nicht mehr gibt. Ja, ich habe gelesen, dass es geschlossen wurde. Was sagen Sie dazu? Ich bin fast etwas... Es ist Teil meiner Vergangenheit und ich möchte nicht länger an die Zeit zurückdenken, egal ob sie gut oder schlecht war. Mich interessiert die Zukunft und das, was Ian und ich noch aufbauen können. Das Leben ist aufregend. Und wie haben Sie erfahren, dass Steve sich mit HIV infiziert hatte? Das hat ein Bluttest ergeben. Haben Sie vermutet, dass er daran erkrankt war? Er hatte Symptome, aber nicht HIV-spezifisch. Ich war es, der ihm sagte, dass er AIDS hatte. Damals war AIDS keine Erkrankung. Es war ein Todesurteil. Deshalb durfte ich es auch unseren Eltern nicht erzählen. Er hat sich zusammengerissen. Er hat sich erst gehen lassen, als ich weg war. Plötzlich wurden alle krank. Es war beängstigend. Ich bin heute noch emotional betroffen, weil der Verlust so groß war. Lauter junge Kerle starben auf einmal. Die Hälfte der Barmänner, die Hälfte der Jungs hinter den Kulissen, sie alle waren nicht mehr unter uns. Es war entsetzlich. Der Einfluss, den diese Menschen auf die Gemeinschaft, auf die Kultur, auf ganz New York hatten, war nie zu ersetzen. In kultureller Hinsicht hat sich vieles verändert. Wenn Steve in der Nacht etwas getan hatte, das peinlich sein könnte, ließ er sich am nächsten Morgen nichts davon anmerken. Er hat es einfach abgeschüttelt. Wo andere sich in Grund und Boden geschämt hätten, hat Steve so getan, als wäre nichts passiert. Es einfach vergessen. Nur diese eine Sache hatte er nicht im Griff. Steve Rubell hat das New Yorker Nachtleben verändert, als er vor 7 Jahren das Studio 54 eröffnete. Rubell starb heute Morgen in Manhattan an den Folgen einer Hepatitis. Steve Rubell starb an den Folgen einer Hepatitis und Sepsis. Steve Rubell, der gestern an Leberversagen verstorben ist. Den Gerüchten zufolge ist Rubell an AIDS gestorben. Die offizielle Version lautet, dass er an Hepatitis und einer Sepsis starb. Er wollte nicht, dass in seinem Nachruf steht, dass er an AIDS gestorben war. Das wurde verheimlicht. Ich wollte sicherstellen, dass alle zum Begräbnis kamen, weil Steve sich einen großen Abschied gewünscht hätte. Also setzte ich mich ans Telefon und rief alle an.
Die gesamte New Yorker Society zeigte sich auf diesem Begräbnis. Darunter Calvin Klein, Bianca Jagger und sein Partner Ian Schrager, der sehr mitgenommen aussah. Es war, als würde man ein Familienmitglied verlieren. Ein sehr schwerer Tag, eine sehr schwere Zeit, und ich glaube, dass jeder von uns das Gleiche fühlte. Nach der Trauerfeier hörte man aus Rubels Kreisen, sein Tod sei das Symbol für das Ende einer Ära. Er hat dieser Stadt Magie verliehen. Und eine Stadt braucht immer Magie. Steve sorgte viele Jahre dafür. Steve Rubell starb im Alter von 45 Jahren. Mrs. Rubell fragte mich, wieso Steve nie geheiratet hat. Da wurde mir klar, sie wusste nicht, dass er schwul war. Das war so in dieser Zeit. Die eigene Mutter erfuhr es als Letzte. Steves Tod und seine Krankheit waren ein großer Schlag für ihn. Ihre Freundschaft und die starke Verbindung prägten ihn. Ich glaube, dass Ian sehr lange darunter gelitten hat. Als ich Steve kennenlernte, war ich 18 oder 19. Und wir wurden sofort Freunde, und diese Freundschaft hielt bis 1989. Ich hatte das Glück, so eine Freundschaft erleben zu dürfen. Das ist nicht vielen Menschen vergönnt. Steve und ich kauften dieses Haus 1985. Es hat eine lange Geschichte. Es ist wie ein Familienerbstück, und es ist wirklich wunderschön. Was hat der Tod Ihres Partners und besten Freundes bei Ihnen ausgelöst? Ihn zu verlieren, hat mich tief getroffen. Steve und ich, wir waren wie ein Ehepaar. Ich weiß nicht, wer der Mann und wer die Frau war. Wir machten gemeinsam Urlaub, wir teilten uns ein Haus auf Long Island, wir arbeiteten zusammen. Er war die letzte Person, mit der ich sprach, bevor ich schlafen ging. Und deshalb war es ein unglaublicher persönlicher Verlust. In geschäftlicher Hinsicht pusht mich heute dieselbe Leidenschaft. So als wäre Steve noch am Leben. Ich habe heute denselben Ehrgeiz wie damals und mache einfach weiter. Es macht nicht mehr so viel Spaß. Es ist nicht mehr so aufregend. Mir fehlt Steve. Aber es muss weitergehen. Hatten Sie je Zweifel, ob Sie das schaffen? Natürlich, genau das ist es, was mich antreibt. Es überrascht mich nicht, dass sich Ian in all diesen Jahren verwirklicht und neu erfunden hat. Diese Stärke hat ihn zu dem gemacht, was er heute ist. Ich habe versucht, die Energie in den Hotels auf die gleiche Weise einzufangen, wie man sie auf den Straßen einfängt. Es gibt da eine Energie, die alles belebt, wie eine Flut, die über einen hereinbricht. Genauso war es mit dem Studio. Das Studio 54 bedeutete einfach alles für uns. Wir waren von dem unbedingten Wunsch besessen, erfolgreich zu sein. Ich schaffte es nicht als Anwalt und er schaffte es nicht mit seinen Steak-Restaurants. Aber gemeinsam gelang uns der Durchbruch mit dem Club. Seitdem kam niemand auch nur annähernd an das heran, was den beiden gelungen war. Schon nach dieser kurzen Zeit hatte man das Gefühl, etwas verloren zu haben. Ein kleines Paradies.
Ihnen war nicht klar, dass aus Studio 54 ein weltberühmter Nachtclub werden würde. Er war wichtig für unsere Kultur und die Geschichte von New York City. Und vielleicht auch für die ganze Welt. Das Studio 54 war kein Club, sondern eine Art gesellschaftliches Experiment. Und deshalb konnte es sowas nicht noch einmal geben. Was soll ich sagen? Es war die pure Freude. Sharing this one and only life, ending up just another lost and lonely wife. You count up the years and they will be filled with tears. Love only breaks up to start over again. You'll get the babies but you won't have your man. While he's busy loving every woman that he can. Trouble and strife. My mind must be free.